Guten Morgen. Ich bin total fertig. Ich bin richtig müde und Baby Ben krabbelt hier trotzdem rum. Ja, ich bin noch in meinem Nachthemd, das ist aber schon 9:15. Aber die Mia schläft noch. Ich habe mich jetzt heute dafür entschieden, dass sie zu Hause bleiben kann, weil wir haben ja keine Schule oder so. Also da ist es ja egal, ob sie jetzt hingeht oder nicht. Und ja, sie durfte heute zu Hause bleiben, weil sie ist ja gestern, glaube ich, erst 10:30 oder so eingeschlafen. Und ich habe gedacht, ich lasse sie heute einfach mal ausschlafen, weil es gestern ja doch schon ziemlich spät war. Sie hat zwar Mittagsschlaf gemacht, aber ja, anscheinend braucht sie den Schlaf. Und deswegen dachte ich mir, sie kann heute mal zu Hause bleiben und muss jetzt nicht geweckt werden. Und ich bin gespannt, wann sie denn heute aufwacht. Oh, Ben ist schon wieder hier am hangelt sich hier schon wieder lang. Ne? Also der ist wach. Der ist topfit. Du bist topfit, ne, Baby Ben? Ja, ich werde ihm jetzt erstmal was zu essen machen. Ja, da freut er sich. Der hat eben gerade schon die Fernbedienung hinter das Bett geschmissen. Und erst hat er den Fernseher angemacht. Der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Oder das war Zufall, keine Ahnung. Und jetzt liegt die Fernbedienung hinterm Bett. Und ja, ich habe jetzt keine Lust, das Bett zu. Was machst du denn da? Klatsch mal in die Hände, Ben. Klatsch mal in die Hände. Er will es machen, aber mit einer Hand geht das nicht. Ah, jetzt kommt er. Ja, Ben, klatsch jetzt mal in die Hände. Klatsch mal. Also, er hat so gute Laune heute Morgen. Da kann man ja keine schlechte Laune bekommen, ne, wenn das Baby so gute Laune hat. Ich mache jetzt erstmal was zu essen, bevor sich seine Laune noch ändert. Weil er hat nämlich immer großen Hunger, wenn er morgens aufwacht. Er hat schon eine Milch getrunken, aber jetzt will er auch noch was Richtiges essen. Umgefallen so und mit dem Mund so ein bisschen auf dem Boden. Aber es geht ihm gut. Alles klar, ich mache ihm jetzt was zu essen. So, Mia ist mittlerweile aufgewacht und spielt gerade um mit Ben. Die spielen irgendwie, sie ist die Löwenmama und er ist das Löwenbaby. Keine Ahnung. Ich glaube, das haben die von Kolja oder so. Ja, ich habe jetzt hier unten gerade so ein bisschen aufgeräumt, also das Gröbste gemacht, ne? Einmal gesaugt und umgesaugt, weil mir ist vorhin ja noch ein Teller runtergefallen und ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, das war ein sauberer Teller. Und dann ist er mir runtergefallen. Und da dachte ich mir, ja, egal, er fängt ja schon gut an. Dann habe ich eben gerade noch eine Sprachnachricht bekommen, also von einer halben Stunde oder so, von meiner Freundin. Und zwar habe ich gehört, dass ihr Mann irgendwas mit dem Blinddarm hatte. Da wurde jedenfalls entfernt, irgendwie per Not-OP. Ich glaube, ein Blinddarmdurchbruch oder so. Also wir haben ja jetzt nicht so extrem drüber gesprochen. Aber ihre Tochter Amy hat ja Ferien und sie würde halt gerne, und meine Freundin würde halt gerne halt zu ihrem Mann gehen, ne, ins Krankenhaus, ist ja klar. Kann ich mir auch voll vorstellen. Das war wohl gestern Abend schon, die hat die ganze Nacht halt total schlecht geschlafen, ne? Kann ich halt voll verstehen, ne, wenn der Mann im Krankenhaus liegt, dann, auch wenn es jetzt nicht so was Schlimmes ist, weil es ist ja alles gut gegangen und so. Ist halt so eine Blinddarm-OP ist, glaube ich, schon eine Standard-OP, oder? Ist jedenfalls alles gut und ihm geht's gut und so. Aber trotzdem kann ich ja verstehen, dass sie zu ihrem Mann will und auch ein bisschen länger da bleiben will. Und Amy hat halt keinen Bock. Also, das hört sich jetzt doof an, aber klar will sie ihren Papa besuchen und so. Die war auch gestern schon mit da. Aber es ist halt so, dass sie ist halt, wie alt ist sie denn jetzt? 11 oder 12? Also, sie ist halt fast ein Teenager oder pubertären Alter. Und da hat sie halt auch ja, nicht so eine Lust, in ihren Ferien irgendwie 5 Stunden im Krankenhaus zu verbringen. Ne? Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht, also ob er sie mir Amy nicht vorbeibringen kann. Sie weiß, meinte so, ja, ich weiß, Mia ist im Kindergarten und so, aber habe gesagt, nein, Mia ist nicht da. Er ist nicht im Kindergarten und deswegen kann sie mir Amy gerne vorbeibringen. Und ja, jetzt kommt Amy gleich zu uns, so in einer halben Stunde, Stunde oder so. Deswegen habe ich hier auch schnell schon gesaugt, musste das schnell machen. Mia freut sich total auf Amy. Ja, sie war total so, erstmal so, oh, ich darf nicht in den Kindergarten gehen, ne, weil ich habe sie ja länger schlafen lassen, bis 8:45 ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Amy kommt. Und dann fand sie das ganz toll. Und ja, gleich kommt auch noch die Putzfrau von der Diakoniestation irgendwie. Die kommt so in einer halben Stunde, ist jetzt 10. Und da muss ich jetzt hier den Staubsauger wieder wegbringen und so, die gleich reinlassen. Dann kommt halt Amy und ja, dann müssen wir mal gucken, was wir heute den ganzen Tag so machen, weil Amy, ich kann ja nicht mit Amy nur den ganzen Tag zu Hause bleiben, ne? Also Mia und Amy, die spielen zwar gerne zusammen, aber die spielen halt auch gerne draußen zusammen. Und was ich euch eigentlich damit sagen wollte, ist, alles Schlechte, das hat meine andere Freundin noch gesagt, alles Schlechte sozusagen, also quasi schlecht in dem Sinne, dass Mia halt heute zu Hause bleibt und nicht in den Kindergarten geht, hat dann irgendwie auch wieder was Gutes.
Und zwar können Amy und Mia dann zusammen spielen. Ja, das wollte ich euch nur kurz sagen. Und ja, ich gehe jetzt erstmal wieder hoch zu Mia und Ben, weil die spielen da irgendwie so laut. Keine Ahnung, aber Ben weint halt nicht. Ben erzählt so. Naja, die spielen jedenfalls zusammen und ich bringe jetzt noch den Geschirrspüler weg, den Staubsauger weg und dann gehe ich mal hoch, was meine beiden Süßen da oben machen. So, die Kinder sind jetzt hier, Amy und Mia, und Ben schläft. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, weil Mia hier so rumhampelt und rum... Weil du es nicht hinkriegst. Und Mia zickt sich die ganze Zeit mit Amy an, weil die wollen jetzt einen Film gucken, aber die können sich nicht entscheiden, welchen. Ja, auf gar keinen Fall König der Löwen. Ich habe ja König der Löwen vorgeschlagen, aber die würden sie nicht. Nö. Nö. ja, jetzt weiß ich, welchen wollt ihr jetzt gucken? Nichts wie weg von... Nein, Planeten. Das ist auch scheiße. Wir gucken scheiße, tierisch wild. Wir gucken tierisch wild. Tierisch wild gucken wir. Ich will nicht. Oh, Mia. Die... Warum bin ich denn hier eigentlich so... Okay, dann bin ich hier dreckig, oder? Ich weiß auch nicht, ich hab hier irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Amy. So, ihr guckt euch jetzt, sucht euch einen Film aus. Und zwar hier im Wohnzimmer. Das ist anstrengend mit einem pubertierenden Kind. So, Mia und Amy räumen erstmal hier das Spielzeug auf. Wir haben nicht gespielt. Ja, ist mir egal. Emma, ich muss auch Pipi machen. Ja, jetzt auf einmal. Sie macht nur Pipi, weil sie aufräumen muss. Nein, so, ich mache jetzt jedenfalls erstmal hier Netflix an. Und dann mache ich den beiden nämlich Popcorn. Poppeporn. Ja, also Popcorn mache ich den jetzt und ich hoffe, sie einigen sich noch. Ein fettes Baby. Mia will immer das Gegenteil von Amy. Das ist irgendwie... Ein speckiges Baby. Ja. So, Amy und Mia üben gerade Handstand, Radschlag, irgendwas bei uns im Schlafzimmer. Ich muss jetzt erstmal die Hunde einsperren. So. Weil Apollo mag ja keinen Besuch, ne? Apollo, geh mal runter. Der Dicke. Ben habe ich auch auf dem Arm. Und wir gehen jetzt erstmal kurz bei uns in den Garten. Da will ich euch noch gleich nochmal zeigen. Wir haben vorhin schon geguckt, der Rasen ist schon was geworden. Ben, setz dich hin. Nimmst du die Sachen mit, alle, die da oben sind? Apollo, ja. Sheila, rein. Die müssen leider gehen. Rein. Und dafür will ich euch den Rasen zeigen, genau. Und wir wollen den Pool nochmal sauber machen. Mein Vater meinte einfach, wenn wir Salz in den Pool reinmachen, dann kommen da keine Grünalgen oder sowas, keine Ahnung. Das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Und hier ist Tätika. Ben, komm mit. Und danach gehen wir ein Eis essen. So, Ben hat Hunger, deswegen ist er so ein bisschen nölig. Oh, er ist ein bisschen viel, glaube ich, oder? Kaya macht das den Pool neu. Und Mia und Amy, wie heißt das, was das ist, Amy? Pennyboard. Ein Pennyboard? Mama, ich Penny das ist Amy. Zeig nochmal. Okay. Amy, darf ich nochmal kurz? Ja. Nochmal. Okay. Mit Amy jetzt. Und jetzt mit beiden Beinen. Auf die Schnauze fallen. Griechen. Mia, hältst du mal kurz? Ich auch einmal ausprobieren. Okay, ich stelle mein Handy wieder hin. Jetzt lass auch Kaya mal. Das will ich auch filmen. Ich sehe, wie er sich blamiert, ne? Oh, wolltest du ihm gerade eine Hand nehmen? Wie süß. Das Wort biegt sich ein. Nicht? Nee. Wieso? Weil es anders ist, weil es keiner.
Also ich kann's nicht, Koya kann's nicht. Ich kann's besser als du immer. Du hast dich auch viel getraut. Ja, und ich hatte keine Lust, mir jetzt irgendwie noch einen Arm zu brechen oder so. Oh, so, ich füttere jetzt erstmal den süßen Ben weiter. Ja, mach doch auf. Oh, Mia, du machst das immer so. Ich will auch einen. Ein Keks, hier einen Reiswaffel. Schneller raus! Ich fütter jetzt Ben. Seht ihr übrigens unseren kleinen Rasen? Da, diese ganz. Also das, ein paar Rasendinger waren ja noch da, aber dieser zarte Rasen, das ist der neue. Und man sieht es auch ein bisschen, dass alles ein bisschen grüner wird, aber hier sieht man es richtig gut. Es wird langsam. Was machst du ja? Bei uns gibt es halt Pizza. Meine Frau war zu geizig, welche zu bestellen und zu. Ja, und sie wollte nicht, dass ich filme. Und zu faul, selber welche zu machen. So, also Salami-Pizza mit Sauce Hollandaise extra. Super! Wenn man zum Essen will, klappt doch irgendwie alles, oder Baby Ben? Toll! Baby Ben, hier ist die Waffe. Baby Ben, hier ist die Waffe. Papa filmt da. Hier ist die Waffe. Bitte schön. Super! So, es gibt was zu essen. Wir essen jetzt Pizza! Pizza! Guten Appetit! Alle haben den Koya lieb. Wir haben den Koya nicht lieb. Alles klar. So, Pipi-Pizza haben Koya. Guten Appetit! Ben, was hast du da vor? Da ist übrigens kein Strom drauf, weil der Schalter nicht umgelegt ist. Nur, dass alle beruhigt sind. Wir haben hier nämlich noch einen Schalter dafür. Dicker! Aber nicht an die Pflanzen gehen. Ne? Weil da sind nämlich schon dicke Tomaten dran. Ganz viele sogar. Frau, hast du das schon gesehen? So, wir gehen jetzt gleich ins Bett. Es ist jetzt 21 Uhr. Die Kinder sind immer noch wach. Also Benno schläft schon seit einer Stunde. Wir wollten jetzt eigentlich alle einen Film gucken zusammen, aber ja, wir konnten uns nicht wirklich einigen, weil ja, die wollen halt so Kinderfilme gucken, ist ja klar. Wir können ja auch nicht keinen normalen Film mit denen gucken. Aber irgendwie wollten Koya und ich lieber so Blacklist weiter gucken. Oh, die diskutieren da irgendwie noch. Und deswegen gehen wir jetzt einfach alle ins Bett. Also die dürfen jetzt im Zimmer noch einen Film gucken. Ist ja Ausnahme, morgen geht Mia ja auch nicht im Kindergarten. Ich habe schon Bescheid gesagt, dass sie nicht kommt. Und ja, was ist da schon wieder? Mia, nicht so laut. Ja. Koya macht hier gleich Ende im Gelände, ne? Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Genau, also weil Koya ist halt müde, der muss halt morgen wieder arbeiten. Ich bin auch todmüde. Aber jetzt kann ich wieder gehen. Ja, mein Wecker geht um 4 morgens. Ja, und deswegen gehen wir jetzt ins Bett und ihr Mädels dürft euch noch einen Film aussuchen. Ja, aber Mama, ich habe aus Versehen das gelbe von das harte, wo die Eier sind, reingeschmissen. Nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Mir und Müll drin. Mhm. Ja. Guck mal, ich weiß nicht, was das hier ist, was irgendwie sieht aus wie so ein Knutschfleck-mäßig, so ein blauer Fleck oder so. Oder ein blauer Fleck. Guck mal, Mia, was ist das? Weiß ich nicht. Mama, du kriegst, nicht, Mama, du kriegst gleich eine Knutsche. Ich will eine Knutsche haben. Mama, guck mal, wie rot das jetzt geworden ist. Oh, da hast du dich vorhin geklemmt, ne? Mit Amy. So, dann geht's jetzt nochmal Zähne putzen, ne? Mia mit hat zwar Amy schon Zähne geputzt, aber sie hat dann auch nochmal so, wie hast du gegessen? Brezel. Brezel, genau. So kleine Brezeln gegessen, deswegen musst du nochmal Zähne putzen. Und ja, mal gucken, was wir morgen noch so machen. Ich weiß es noch nicht genau. Oh, Sheila rennt hier auch noch rum. Ja.
Genau, Amy putzt sich auch die Zähne, Mia auch. Und wir gehen jetzt einfach ins Bett, weil ich bin nämlich müde. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Keiner sagt Tschüss. Tschüss.